So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Elder Scrolls Online. Genau, wir wollen jetzt zum Tarn. Obwohl, doch, ja. Guck mal, wie jetzt der Stand ist mit den Werkzeugen. Ich glaube, ich bin da jetzt wieder. Weil zwischen den letzten beiden Videos natürlich eine kleine Pause zwischen lag. Ich kümmere mich hier um die Stallungen. Falls ihr irgendetwas braucht, dann fragt mich doch einfach. Natürlich doch, Mensch. Kann ich bei dir reintreten, Mann? Mein Pferd 1% schneller ist. Genau, denn ich habe bestimmt auch hier mit dem Charakter ein paar Sachen fertig erforscht. So, dann wollen wir doch mal. Schreinerbank. Analysieren. Machen wir einfach mal gleich das erste. Machen wir das auch hinter uns. Gucken wir mal hier. Genau, sieht ziemlich so aus, als wenn wir gerade was Schmieden angeht, noch eine Menge zum Analysieren haben. Ja, so ist es auch. Ich würde erstmal das, was länger dauert, nehmen. Hier haben wir ja letztens, wenn man genau ist, nehmen wir diese Dinger, genau. Aber ich meine, das ist ja schon eine Menge. Und dann... machen wir mal die Hauptquest weiter. Ich frage mich ganz ehrlich, ob wir nicht irgendwie hier eine Möglichkeit haben in Malabars Tor. Sie kommen aber leider nicht. Das wäre nämlich kürzer gewesen. Oder bei Marburg in Grundschatten. Ist da schon zufällig? Haben wir da was entdeckt? Also ein Schrein. Es sieht nicht danach aus. Aber voll krass, dass du direkt an der Grenze ist. Ich meine, das ist ja wirklich Grenze. Und gleich in die Hauptstadt dran gesetzt. Ich meine, schlau und nicht schlau zugleich, würde ich sagen. Aber gut. Wie dem auch sei, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, genau den Weg hier zu gehen und eine, sagen wir mal, etwas längeren Ritt auf unserem Echse, Stachelschwein, was auch immer das ist. Ah, ganz so schnell ist es noch nicht, aber das wird noch. Tor von Antwort. Da wollen wir rein. Nehmen wir uns mal die Gehilfen her. So wie den Kollegen hier. Zum Gruße. Denn ich habe ja kaum noch Bankplatz. Das ist mir auch bewusst. Denn Halbleder ist jetzt das, was für 16 bis 24 verwendet wird. Bedeutet, wir können anfangen, Materialien zu entnehmen, die nicht mehr die nur noch 1 bis 14 sind, würde ich sagen. Wenn wir hier Sachen haben, die jetzt 16 bis 24 sind, dann würde ich mich daran orientieren. Denn ich habe ja notfalls einen Charakter, der dann das auch dann dementsprechend anpassen kann. Man muss ja sehen, was wir hier teilweise haben an Schätzen. Das brauche ich eigentlich alles so in der Form erstmal gar nicht. Rohleder geht weg, aber wir haben hier Flachs. Mhm. Macht ja keinen Flachs. Einlagern, Materialien, Schmiede, Schneiderei haben wir aber hier. Halbleder und Halblederfetzen. 1 bis 14, genau. Wie ist das mit Schreinerei? Das ist Schmuckhandwerk, das wollte ich jetzt nicht. 16 bis 24, 1 bis 14. Wird auch mitgenommen. Das hat ja schon einen gewissen Wert, aber das wird man noch brauchen. Da bin ich mir sicher. Dann ist jetzt nämlich der Moment für unsere Handwerk. Mit was?
Viertel A, die Sachen. Die kannst du verkaufen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. 1 bis 14, 1 bis 14, 1 bis 14. Man kriegt das vielleicht nicht überall. Was haltet ihr von... Das braucht man auch nicht zwingend. Dafür gehe ich langsam. Gibt es irgendetwas, das... Nee, ich so langsam. Damit kann man echt langsam arbeiten. Na, genau, wir haben nur noch 20 von 90. Das ist auch ordentlich besser. Ist auch witzig. Ein gefälschter Begnadigungserlass, den ich gestohlen habe. Ja, also, wenn ich wegen des Diebstahls erwischt werde, werde ich mit einem... werde ich mit einem gestohlenen Begnadigungserlass mich freikaufen. Irgendwie sinnlos, aber gut. So, dann gehen wir mal aufs Ganze jetzt. Dann wollen wir mal nicht noch großartig rumtrudeln, sondern jetzt wirklich auch mal Volldampf. Hütet eure Zunge, Hochelf. König Camoran benötigte Königin Ayrens Hilfe nicht. Er hat tatsächlich nie darum gebeten. Hätte Königin Ayren in Korberg nicht eure Haut gerettet, hättet ihr den Bürgerkrieg verloren. Ihr schuldet den Eignern euer Leben und eure Loyalität. Hochnäsiger Hochelfenbastard! Die Waldelfen schulden niemandem Loyalität. Und schon gar nicht so piekfeinen Narren wie euch. Was denkt ihr, Reisender? Ich kann nicht länger mit diesem Hochelfenbastard sprechen. Er ist derart gebildet und weise, dass er zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Oh, das wollen wir doch mal klären. Dieser Hochelf denkt, sein Volk herrscht über mich. Die Waldelfen folgen König Camoran, nicht einer Hochelfenkönigin. Habe ich recht? Richtig falsch. Alle Dominionen stehen unter der Obhut von Königin Ayren, nicht unter ihren Stiefeln. Ja. Ich schätze, ihr habt recht. Ayren herrscht über alle Elfen. In gleichem Maße. Vielleicht war ihre Hilfe für uns weniger ein Aufdrängen als ihre Pflicht. Es war die Pflicht eurer Königin, uns zu beschützen, Hochelf. Glaubt doch, was alle. Ihr und dieser Waldelf könnt euch selbst belügen, aber die... bestimmen kann. Hier ist niemand besser als der andere, aber gut, da muss ich mich jetzt auch gar nicht drauf einlassen auf so ein Thema. So, dann wollen wir mal. Und da ist noch eine. Die wollen wir nochmal schnell mitnehmen. Der Bär schon. Jetzt geht es hoffentlich mal ein bisschen schneller voran, aber man sollte es immer nutzen, finde ich. Tatsächlich, wenn hier was in der Nähe ist mit den Himmelscherben oder auf denen, sonst ärgert man sich am Ende, dass man denn die ganzen Sachen nochmal durchwandern muss, obwohl es eigentlich in der Nähe lag. Dann lieber doch mal kurz eine Abzweigung nehmen. So wie hier jetzt wieder, aber ich glaube, da liegt das sogar direkt auf dem Weg. Ja. Ja!
Wollen wir doch mal. Hier wird einmal irgendwo ein Buch sein. Das möchte ich lesen. Dann ist hier wieder die nächste Himmelsscherbe. Euch ist doch niemand hierher gefolgt, oder? Gut, gut. Das und das möchte ich aber schieben. Das schieben wir auch sicherheitshalber. Jetzt bleibt ein bisschen Geld. Wir haben ganz gut schon Geld gemacht in den 10 Minuten. Bin auch eher durch Inventarverkäufe und Materialienverkäufe. Machen wir mal kurz hier einmal rein, um schnell den Wegschein einmal. Ist das zu glauben? Drachen in eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr machen? Dieser weiß es nicht, aber er hofft, dass seine Familie in Stromfeste sicher ist. Hat man gar nicht aufgehört. Das Bett habe ich schon, die Feuerschale auch. Nimm ich jetzt den Bücherschrank. Dann gehen wir so und dann hier und dann weiter nach oben. Ja, das ist easy. Ich bin so erschüttert. Bitte hört mir nur einen Augenblick zu. Es ist sehr wichtig. Nee, du. Leider keine Zeit. Bei uns geht es immer um Ehre und so. Du bist ja Kassenpatient bestimmt. Also ich kann dir was in 3 Jahren und 6 Monaten anbieten. Dann kann ich dir zuhören. Yeah!
Ein häufiger Irrglaube, auch wenn viele ihm anhängen. Glücklicherweise verliert diese Praktik offenbar an Beliebtheit. Mit der Gründung des Dominions könnte es schwierig werden, diese Tradition beizubehalten. Mathilde, ihr betet Daedra an? Nein, nein. Aber es ist schon eine romantische Vorstellung, oder nicht? Ja. Nee, das ist nicht romantisch, Daedra anzubeten. Das ist einfach nur Wahnsinn. Egal gewesen, hier wird einfach wieder belegt. So, jetzt habe ich einen weiteren Punkt. Das bedeutet, der nächste Punkt einfach machen wir es einfach mal. Dann haben wir auch hier alles, was in der Seele momentan tut. Machen wir nicht auf die Irrlichtmütter oder was? Das ist aber jetzt kein Nerv drauf. Drüben. Ja. Also was? Sieht man jetzt schon weitere Quests, um hier
Dinge zu erkunden. Genauso gut sind, aber die hat einen besseren Bonus. Also bleiben wir bei den jetzigen. Flachshandschuhe sind leicht, das bringt mir gar nichts, aber trotzdem gut sie zu haben. Mhm. Vielleicht passiert ja gleich was. Das wäre natürlich noch cool, wenn ihr gleich das Ding hochgeht. Nee. Sorry. Ja, da kannst du wütend sein, aber das ist so. Was haben wir hier im Blut und Holz? Sehr schön. Nee, du. Jetzt gehen wir mal wieder weiter. Schnell machen wir den mal auf. So. Haben wir da auch schon mal was Gutes? Und gleich können wir noch eine Scheibe mitnehmen. Bisschen Hirse. Ihr könnt in Rotfell an. Was hast du eben gesagt? Ihr könnt in... Ihr könnt in Rotfell einkaufen. Oder ihr könnt von mir kaufen, um etwas Geld zu sparen. Das mache ich auch gerne.
Durchsucht ruhig meine Bündel. Ihr werdet nichts finden. Dieser ist unschuldig. Tragt es ihr, Gobani. Doch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Den haben wir ihn hier auch schon. Den ist hier. Abner Tanda auf uns wartet. Ja, Marburg. Kann man im Nachhinein vielleicht noch. Dann sind hier die Wurmwurzeltiefen, aber an der Stelle muss ich für heute einen Cut machen. War auf jeden Fall eine ganz chillige Runde. Wenn auch momentan nicht so viel los war. Ja, da sieht man schon, die Tür wartet schon, dass wir eintreten. Das tun wir auch. Allerdings in der, oh, in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.